Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Underground Kings Kai von Aurora Rose Reynolds mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und ich bin zwiegespalten. Einerseits ist es richtig gut, andererseits springt es mir aber zu viel. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Underground Kings Kai mitgebracht von Aurora Rose Reynolds. Dabei handelt es sich um den zweiten Band einer Reihe, aber er ist in sich abgeschlossen. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und ich bin dafür auch sehr dankbar, obwohl ich auch Kritik für das Buch habe. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Buch selbst. Also, das ist so ein Hochglanzcover. Seht ihr den Buchrücken? Und den Klappentext. Also, in diesem Buch geht es um Mila und Milas Leben hat schon oft eine krasse Wendung gemacht. So auch jetzt. Um ihr Leben zu retten, hat sie Kai geheiratet, einen Fremden. Er scheint aufrichtiges Interesse an ihr zu haben, doch die ganze Situation ist einfach schwer zu begreifen. Zudem gibt es so einiges, was Kai ihr verschweigt und auch Mila hat ihre dunklen Geheimnisse. Mehr kann ich euch eigentlich kaum verraten vom Inhalt, sonst würde ich spoilern. Das Buch ist relativ kurz. Also, es hat einen ziemlich seltsamen Aufbau. Also, es macht heftige Zeitsprünge und man muss sich dann immer neu orientieren. Und das ist gar nicht so einfach. Also, zuerst ist man bei Mila als Kind und sie lernt da Kai kennen. Also, sie kennen sich bereits. Aber sie kann sich nicht mehr daran erinnern, später. Also, sie lernt ihn da gerade kennen als Kind und im nächsten Moment ist sie plötzlich mit ihm verheiratet, nachdem er ihr ihren Angaben zufolge das Leben gerettet hat. Aber man erfährt nie wie. Sie erwähnt es später mal im Nebensatz, aber man ist nie, jetzt in Anführungszeichen, dabei. Na, auch zwischendrin macht die Handlung immer dann, wenn es eigentlich gerade interessant wird, einen Sprung in die Zukunft. Gut, vielleicht finde ich auch die falschen Dinge interessant, aber ich fand das schon ziemlich frustrierend. Was mich ebenfalls gestört hat, war, dass sämtliche Konflikte immer in Rekordzeit gelöst wurden. Also eben ist Mila noch berechtigterweise stinkwütend und im nächsten ist es, als wäre nie irgendwas gewesen. Alles ist sofort vergeben und vergessen und meist sogar ohne ein klärendes Gespräch oder gar eine Entschuldigung. Also ich kann es immer nicht leiden, wenn sofort immer alles vergeben wird. Ich finde, eine Protagonistin darf auch mal sauer sein und auch mal über längere Zeit. Vor allem, wenn er Mist baut. Aber dieses sofortige, plötzliche Vergeben regt mich immer einfach nur tierisch auf. Was ich zudem schade fand, war, dass mir einiges einfach zu schnell ging. Das hat auch mit den Zeitsprüngen zu tun. Also, es gibt zum Beispiel eine vorsichtige Annäherung zwischen Mila und Kai und schwupps springen wir in die Zukunft und sie sind 10 Schritte weiter. Das fand ich extrem schade und leider passiert es mehrfach, auch wenn es um Entscheidungen geht. Na, eben passiert etwas und die erste Reaktion findet statt und wenige Sätze später 180-Grad-Wendung. Also, die Probleme werden kaum aufgearbeitet oder auch nur ausgearbeitet, bevor sie schon wieder zu den Akten gelegt werden. Und das ist einfach schade. Das ist wirklich schade. Und die Protagonisten, auch die Nebencharaktere, mochte ich sehr gern. Allerdings dauert es eine ganze Weile, bis man ihnen wirklich nahe kommen kann, weil vieles ausgelassen wird mittels Rückblenden in einem Satz oder Zeitsprüngen. Dadurch bekommt man vieles gar nicht mit. Oder auch nur mit deutlicher Verzögerung. Und das ist schade, weil die Protagonisten echt interessant sind. Mila hat verdammt viel durchgemacht und tut einem da auch echt leid. Aber gerade ihre Gefühle Kai gegenüber entwickeln sich für mich viel zu schnell und zu sprunghaft. Gerade bei ihrer Vergangenheit hätte ich erwartet, dass sie mehr Zeit braucht. Ne, Kai ist am Anfang rätselhaft. Man steigt nicht wirklich durch, was er von Mila will. Vieles bleibt für lange Zeit auch unausgesprochen. Es steht zwar im Klappentext, taucht in der Handlung aber nicht auf. Was ich schade finde.
Gerade der interessanteste Bereich, dass Kai Mila immer im Auge behalten hat und über sie gewacht zu haben scheint, das wird nie ausgesprochen. Nie auch nur angedeutet. Und das finde ich einfach schade. Ne, gerade da hätte das Buch wirklich noch viel dazu gewinnen können. Allgemein hat das Buch echt viel Potenzial, springt für mich aber zu oft. Sowohl in der Zeit als auch beim Gefühl. Vieles geht zu schnell oder zu abrupt. Konflikte werden in wenigen Seiten aufgebaut und direkt wieder zu den Akten gelegt. Dinge verziehen, ohne auch nur besprochen zu werden. Immer wieder hatte ich das Gefühl, jemand hätte den Vorspulenknopf gedrückt. Ich finde es schade, dass gerade so viele Bereiche der Handlung ausgeklammert werden, die ich interessant gefunden hätte. Denn wenn das Gefühl und die Emotionen mal wirklich Raum bekommen in dem Buch, dann sind sie echt bewegend. Also mich konnte es auch berühren, aber in den meisten Fällen wurden gerade die Stellen dann ausgeklammert. Natürlich ist das Buch auch spannend und aufregend, aber viel von seinem Potenzial geht eben wirklich durch diese ewigen Sprünge verloren. Also von mir bekommt das Buch 3 Sterne, mehr war leider nicht drin. Ich finde es schade, weil es hätte wirklich das Potenzial gehabt, 5 Sterne abzuräumen, aber dafür ist es mir zu viel gesprungen. Dafür wurde einfach zu viel ausgelassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören bald wieder voneinander. Macht's gut!